Hallo und grüße euch. Und heute möchte ich noch mal ganz kurz eine Sache angehen, hier bezüglich auch der Gazprom-Aktie, wo ich vergessen habe bei meinem letzten Video von vorvorgestern. Und das sind drei Faktoren. Drei Faktoren, warum ich glaube, dass die Gazprom-Aktie also noch weiter etwas steigen wird. Und warum ich aber auch glaube, dass sie nicht so wie sie jetzt gestiegen ist oder auch heute wieder um 2%, 3%, 2,65 Euro nicht so natürlich weiter steigen wird bis zu, was weiß ich, bis zur Sommerpause, ja, 2021. Und was ja auch eigentlich völlig logisch ist. Aber eben diese drei Dinge hier in diesem Video. Viel Spaß damit. Also wir gehen natürlich hier erstmal auf meinen Chart, Quatsch, auf meinen interaktiven Chart hier. Warum, weshalb? Das sehen wir hier gleich. Und zwar wegen den Indikatoren. Und hier möchte ich mal den Moving Average einzeichnen. Und hier unten, wie du siehst, ist der Moving Average hier der 50er, aber wir machen hier mal den 200er. Für mich ist das bei Aktien der nach wie vor der wichtigste, als auch bei den meisten Indizes der wichtigste Moving Average überhaupt. Und wir sehen hier, dass der Moving Average natürlich im Laufe der letzten Tage nochmal gesunken ist und wir letztendlich dem entgegengegangen sind und letztendlich wir den zum ersten Mal durchstoßen sind, ja, sagen wir vor ein paar Tagen und wir jetzt definitiv zum ersten Mal, ja, zum ersten Mal seit Februar 24, das heißt seit dem Lockdown, das ist der erste Grund, der entscheidende Grund, zum ersten Mal seit dem Lockdown die 200-Tageslinie, das ist für mich der. Also von allen Moving Averages, von allen Simple und Averaging Moving Averages, falls jemand nicht genau weiß, was das ist einfach nur der Durchschnittskurs der letzten 200 Tage. Ja? Also ganz simpel. Und wir sind jetzt über diesem Durchschnitt und das ist natürlich ein sehr, sehr bullisches Signal. Und dass alle auch so mal kurzfristigeren Trader, das heißt also bezüglich Gazprom-Aktien nicht mich, und all meine Kollegen, die das Ganze langfristig machen, auch viele, viele Jahre hinweg, sondern die kurzfristigen, und davon gibt es ja auch immer eine ganze Menge, die sehen das natürlich. Die sehen das natürlich und sehen das als Kaufsignal. Haben das heute auch bewiesen, indem wir hier sozusagen nochmal abgestoßen sind von der 200-Tageslinie in Richtung Süden. Und meiner Meinung nach gibt es jetzt ganz, ganz viele, die sozusagen sogenannte Trittbrettfahrer sind, also quasi die hier die Welle reiten wollen und die da jetzt mit aufsteigen. Also das könnte auch gut und gerne die Mehrheit sein und mit anderen Worten, die Rallye, wenn man sie so nennen darf, also die größte Schwankung bei einer Gazprom-Aktie ist, sagen wir mal, maximal 3% also selten höher wie 3%. Und das gefällt mir auch so gut an der Aktie. Es ist sowohl nach oben als auch nach unten. Es ist einfach sozusagen ein relativ stabiler Kurs. Ja. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, das ist auch klar. Okay, und das ist so mal der erste Grund, warum ich fest davon überzeugt bin, dass wir hier jetzt noch nicht sozusagen das Ende der Fahnenstange gesehen haben, was sozusagen der aktuelle Aufwärtstrend betrifft bei der Gazprom-Aktie. Die Leute sehen den 200-Tages- Average und wollen damit mit einsteigen. Der zweite Grund ist natürlich der Ölpreis. Wir wissen alle, Ölpreis ist wieder feste am Steigen. Das hat natürlich mit verschiedenen, warum der ist am Steigen, da gibt es natürlich viele Gründe. Ein Grund davon ist natürlich, dass hier natürlich vorweggenommen wird. Also man kann davon ausgehen, dass die Börse, das was wir hier auch sehen, was den Ölpreis betrifft, letztendlich das vorwegnimmt, was die Wirtschaft in 6 Monaten erwartet. Und man kann sagen, ungefähr 6 Monate, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, sei es ein paar Monate hin oder her, ist jetzt auch völlig egal. Alle gehen davon aus, dass bis Ende Q1, am März, April 2021, die ganze Welt geimpft ist, mal überspitzt gesagt ein bisschen, ja, die Corona-Krise sein Ende hat. Ja, alles wieder back to normal. Die Wirtschaft geht wieder auf volle Touren. Mit anderen Worten, sie verbraucht Energie. Mit anderen Worten, der Ölpreis auch wieder back to normal. Ja, also Ölpreis einfach wieder dahin, wo er war bis vor der Krise. Und
Deswegen sehe ich hier eigentlich auch überhaupt keinen Grund, warum wir nicht hier jetzt auch bei der Gazprom-Aktie also mal noch ein bisschen weiter steigen. Ob wir jetzt, sagen wir mal, die 5 Euro, sagen wir mal, in einem Stück jetzt halt packen, das sei mal dahingestellt. Ich bin jetzt auch nicht zu optimistisch, muss ich auch gleich dazu sagen. Und ich möchte nochmal auch einen dritten Grund hier noch hinbeifügen, warum ich aber relativ positiv hier bin. Das ist, dass wir letztendlich wir lesen ja ständig in den News, ja, die Nord Stream 2 wird, da wird, USA macht ein Veto und hier und dort und hier und dort, dass letztendlich die doch irgendwann der Entscheid gefällt werden wird, dass sie hier einfach das Ding fertig bauen. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass das eine Fehlinvestition ist, die das sozusagen diese ganzen Milliarden in den Sand setzen. Das ist sozusagen der dritte Punkt. Das ist natürlich ein sehr politischer Punkt. Ja, also bitte mit Vorsicht genießen, was ich hier sage. Denn keiner Politik ist vollkommen unberechenbar. Also wer sagt, er hat dann den kompletten Durchblick und alles, der wäre dann wahrscheinlich ein Berater vom Präsidenten und selbst die machen ständig Fehler und schätzen Dinge falsch ein. Also das sind die drei Gründe und dann zusätzlich möchte ich aber noch eins auch ein bisschen einbremsen in der ganzen Euphorie. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir grundsätzlich im Aktienmarkt, also in der Börse, letztendlich die Jahresendrallye schon eigentlich wie so häufig auch ein bisschen vorweggenommen haben. Das heißt also, ich nehme an, dass wir das meiste schon gesehen haben von diesem Jahr und nächstes Jahr dann im Januar noch ein bisschen weitergeht und wir dann aber in Q1 letztendlich auch saisonell bedingt dort, sagen wir mal, einen kleinen Rücksetzer sehen werden, so eine Art Korrektur, so wahrscheinlich so februarmäßig, bevor es dann sozusagen wieder bergauf geht bis zur Sommerpause, also sprich bis Mai, Juni, Juli und dann, ja, und dann Sell in May, Go Away oder sowas, ja, und dann wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen flacher werden, das Ganze. Also ich sehe einfach für mich persönlich hier im Q1, Q2 keinen Durchstarter, denn ich sehe, dass das jetzt schon viel von dem vorweggenommen wird, was nächstes Jahr tatsächlich hoffentlich stattfinden wird, sprich die ganze Erholung, sprich die Impfstoffe, also Corona-Normalisierung etc. etc. und damit der Energieverbrauch, damit die Wirtschaft wieder ins Rollen kommt und so weiter und so weiter. Und das alles spielt natürlich dann auch rein mit dem Ölpreis. Und das wiederum auch sehr stark natürlich abhängig von allen Ölaktien und Gazprom mit seinem Gas. Natürlich ist der Gas hängt wieder am Ölpreis leider. Also, weil der Gaspreis ist eigentlich viel, viel höher oder stabiler, sagen wir mal, als der Ölpreis als solches, weil Gas ja, ist ja nicht das exakt gleiche Rohstoffgut als wie Öl und Gas wird auch sozusagen, man hat meiner Meinung nach auch einen viel längeren Atem, was die Verwendbarkeit betreffen wird, auch in Zukunft, auch in der Herstellung von Wasserstoff. Ist aber vielleicht jetzt nochmal ein abweichendes Thema. Das Video soll nicht um das Thema Wasserstoff gehen oder sowas, ja. Das ist ein völlig eigenes Thema für sich. Aber ich denke mal, da ist zum Beispiel eine Gazprom steht da auch mittel- und langfristig besser da, wie die eine oder andere ölfördernde Firma. Ja, also okay. Aber wie gesagt, ein anderes Thema. Also das waren so die drei Gründe, warum ich, also nochmal auch drei harte Fakten letztendlich, auch politisch natürlich, auch natürlich immer mit dabei, warum ich hier sehe, dass wir auf jeden Fall nochmal ein paar Cent zulegen werden, ehe dann wahrscheinlich wir so mal ein bisschen eine Abflachung sehen. Also wenn wir garantiert nicht jetzt hat bis Mai, bis zur Dividendenausschüttung am Tag 3% im Schnitt durchstarten, ja, das wäre ein bisschen viel. Wenn man sich das ausrechnet, dann wäre der Kurspreis wahrscheinlich bei 40 Euro und das wird er nicht sein. Und von daher mit der Euphorie also auch ein bisschen einbremsen. Aber ich sehe schon, dass wir die 5 Euro ankratzen könnten, meiner Meinung nach. Und wenn wir sozusagen dann vielleicht mit einer kleinen Delle im Februar vielleicht nochmal runtergehen auf unter 4, ja, ist auch okay, dann kaufe ich nochmal nach.
Aber bis hin zur Dividendenausschüttung sehe ich den Preis, und das ist einfach nur meine ganz persönliche Meinung. Ja, ich habe hier auch keine stundenlange Recherche gemacht dafür. Einfach nur meine Meinung. Und kann jeder seine eigene Meinung dazu haben, so wie ich sie eben auch habe. Wenn wir, sagen wir, bis zur Dividendenausschüttung ungefähr bei 5 Euro auf dem Niveau sind, ja, dann bin ich da auch mehr als zufrieden, weil wenn die Dividende ausgeschüttet wird, dann fällt die Aktie meistens mal 5 bis 10% runter und bin dann immer noch im Plus. Das heißt, ich habe die Dividende und Aktienplus. Das ist so natürlich das beste Szenario, was man sich wünschen kann bei so einer ja langfristig doch eher seitwärts tendierenden Energieaktie. Ja, und das wäre so das, was ich mir erwarte, was ich mir wünsche und was wir alle miteinander auch sehen werden, ob es eintrifft in dieser Art und Weise oder ähnlich oder komplett anders. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Daumen hoch für alle, die hier fleißig ja, auch investiert sind. Ja, bitte auf eigenes Risiko, denn es kann natürlich auch hier immer irgendwas passieren. Na, es kann irgendeinen Verrückten geben, der, keine Ahnung, eine Pipeline irgendwie an Bord oder was weiß ich, für einen Schmarrn macht. Ja, also das ist natürlich immer nie auszuschließen. Und ich habe ja auch nicht all mein Geld in diese eine Aktie gesteckt. Ne? Also bitte das auch nochmal hier immer schön verteilen. Ja, und ja, das soll es gewesen sein für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein und tschüss.